Hallo, Glück auf! Herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Ich bin der Mike und ich sitze hier in unserem Euromobil Terrestra von 2008. Und ja, wir haben ja auf der Dänemark-Rundreise schon mal kurz erklärt, was wir hier Verluste eingefahren haben. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder an der vielen Benutzung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist unsere Dachluke, regnet wie Hölle. Ist unsere Dachluke, das Fliegengitter und das Verdunklungsrollo. Da hat sich irgendwie die Bindfäden hier gelöst. Ich zeige das mal kurz. So sieht es derzeit aus. So, und hier ist alles wabbelig und hier geht auch nicht wirklich viel. Da ist alles keine Spannung mehr drauf. Kann ja auch nicht, wenn sich dieses Seilchen da irgendwo gelöst hat. Ich werde das jetzt mal zerlegen, gucken, ob ich da noch was retten kann. Und ja, bleibt dabei, wird spannend. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das verstehe, die Technik. Wir werden sehen. So, als allererstes werde ich jetzt mal den Rahmen hier entfernen. Dann gibt es hier solche Teilchen, die kann man abmachen. Und da drunter sitzen Schrauben. Ja, und die machen wir jetzt erstmal alle ab. Das war einfach. Bis jetzt. So, jetzt nehmen wir die ganzen Schrauben raus und dann sollte es eigentlich am Stück runterkommen. Also dieser ganze Kasten letzten Endes, wo die Verdunklung und das Gitter drin ist in das Netz. Schauen wir mal. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La, 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 la. So alleine ist nicht so dolle. Also schön wär's, mit zwei hier zu arbeiten. Egal, ich habe es jetzt hier runter gemacht. So, und der erste Eindruck sieht so aus. Dreckig. Blätter. Jo. Hier ist die Kurbelverbindung. Die geht hier oben rein. Und das ist die Mimik hier, die das Dach anhebt. Jetzt kann man hier nicht wirklich allzu viel sehen. Da ist noch ein Seil. So, das geht da drunter irgendwo und kommt dann hier als Spannung. Ah, okay. Ah, okay. Mit der Kollege hier wahrscheinlich reinkommen. Okay, das haben die da so reingelegt. Und der spannt es ja dann. Ja. Und haben das da oben, ja, ich hätte es bald gesagt, verödet. So, das würde bedeuten, ich müsste nur, boah, ist das ein Scheiß, dieses Dingelchen hier, was da rausgeguckt ist, muss da wieder rein. Das versuche ich jetzt mal.
Also, das geht, aber da muss der Hölle Kraft aufwenden. Sorry, das konnte ich nie alles filmen. War ein bisschen fummelig, aber ich zeige euch das jetzt mal. So, vom Prinzip muss immer nur diese Feder hier hinter diesen, kann man das sehen, da rein. Und die ist jetzt, also die war ja vorher so lang, habt ihr gesehen, und die musste ich jetzt richtig zusammen machen und dass ordentlich Spannung drauf ist. Andere Seite genau das gleiche. Da ist sie nicht ganz so stark gespannt. Obwohl doch, ja. Ansonsten geht das nur hier unten. Kann man das sehen? Geht hier nur das Seil her. Ja. So, und das war's schon. Beziehungsweise hier sind beide Seile drin. Und hier auch. So, kann ich das jetzt hier öffnen, ohne dass mir alles runterfällt? Eigentlich blöd. Tüdelkram. Mensch. Ich mach das jetzt mal so. Dann zeige ich das jetzt nochmal. So. Also das geht alles wieder. So, der da hinten genauso. Ist jetzt natürlich falsch rum, ne? So. Das könnte man bei der Gelegenheit jetzt auch mal sauber machen. Oh, vom Prinzip war es das schon, ne? Ja. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir das ja auch wieder neu, ja, ich sag mal, veröden, ne? So wie auf der anderen Seite das auch gelaufen ist. Da haben die wohl einfach nur mit einem Lötkolben oder ähnliches da verödet. Ja, das machen wir jetzt auch. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes of your ghost. La 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 la. Natürlich ein bisschen vorsichtig, damit das Seil da nicht reißt. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das hält. Ja. Ich wollte jetzt hier das Fliegengitter mal rausnehmen, den ganzen Kasten, und sauber machen. Dafür müsste dann hier diese Pinne hier abnehmen. Vorsicht, scharfkantig. Drei Stück. Und dann kannst du hier diese Gegenhalteplatte, was auch immer das ist, rausnehmen. So. Und dann nehmen wir, spannen wir das Seil hier ab. Ja, glaube ich das denn. So, Seil aushängen, gegenüberliegende Seite genau das gleiche, aushängen, dann hätten wir das hier noch, das muss hier auch irgendwie raus. So, ist das auch raus. Dann habt ihr quasi diese beiden Seilchen. Ja, die liegen ja hier drin. Wenn das geschehen ist, dann einmal so zur Seite. Dann müsste man theoretisch den ganzen Kasten hier rausnehmen können.
So, hier diesen ganzen Kasten kann man dann rausnehmen. Diese Schraube muss noch gelöst werden. Das ist die Stahlstange. Das ist praktisch diese hier. Die führt das Ganze. Dann nehmen wir die Schraube hier nochmal raus. Oder auch raus. Einmal. Zweimal. So, und theoretisch müsste der ganze Sermon dann abzumachen sein. So, ein bisschen vorsichtig mit den Bändern. So, andere Seite, genau das gleiche. Dann kann man das hier so rausziehen. Und dann habt das. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen sauber. Kennt ihr das? Das ist wie wenn du nach 15 Jahren den Kühlschrank wegrückst. Überall in den Ecken ist da so ein Schmodder drin. Nun gut. So gut wie möglich sauber gemacht. Ja, da hängt der Kollege zum Trocknen. Und wenn das alles trocken ist, fädel ich das hier wieder auf diese Stange ein. Ja, und dann einbauen. Einbau, umgekehrter Reihenfolge, wie Ausbau. Alles klar. Das machen wir gleich. So, dann wird das hier wieder schön aufgefädelt. Diese Stahlstange hier durch, die Seile ein bisschen an die Seite gelegt und dann ist auch schon wieder gut. Eins noch zur Reinigung. Ich habe jetzt ein bisschen Shampoo und so einen ganz weichen, diesen gelben Küchenschwamm, aber die gelbe Seite, einen ganz weichen Schwamm genommen und ganz leicht drüber gerieben, nur wirklich ganz leicht drüber gerieben mit ein bisschen Wasser drauf. Ist ja schließlich auch schon, ich vermute auch, 11 Jahre alt. Nicht, dass mir da das Gitter weg bricht, weil es morsch ist. Wobei, es war noch gut flexibel. Ja, weiter mit dem Einbau, ne? Und aufpassen, dass es richtig rum reinfädelt, ne? Nicht so doof wie ich. Da. Das kommt nach da und das nach da. Also nochmal. So aus, wieder alles schön reingefädelt und jetzt kommt hier an der letzten Seite, in dieser letzten, kann man das sehen, ja, ne. Haltebändchen da dran, eine Hand ist scheiße. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber hier diese Knicke, die haben wir ja unten auch. Und da muss so ein Knick da in diesen Plastikding rein. Weil der drückt dann hinterher so rein. Na? Da müsst ihr drauf achten.
dann ist das auch schon wieder schön. Klammer drauf. Und die dritte Klammer drauf. Jetzt kommen diese Bändchen wieder rein. War noch vielleicht noch ein bisschen genauer. So, dieses Bändchen hier von da geht hier rein. Das kann man da schon mal einlegen. Ja. Und das Bändchen, was da von da hinten kommt, das wird hier unten hergelegt. Und wieder mit einem Arm. Da ist so eine Nute drin. Und da müssen wir rein. So. Zack. Ja, so und so. Und das gleiche Spiel machen wir auf der Seite. Das ist alles kein Hexenwerk, fliegte wohl. Und dann passt das auch schon. So, jetzt machen wir noch diese Abstandshalterchen. Die kommen quasi hier dran und dann in die Mitte rein. So, das zweite Mal Kacke. Deswegen mache ich es ja und zeige es, damit ihr nicht die Fehler macht. Ganz klar, ist ja Absicht. Ich habe gerade von diesen Dingern hier gesprochen. So, die müssen natürlich, wenn man das so sieht, dahin, damit die das hier so ein bisschen festhalten. Das geht jetzt aber da nicht mehr rein, weil ich den schon wieder festgemacht habe. Also den nochmal losen. Lösen, so heißt es, losen. Jetzt können wir es anheben. Machen wir zwei raus. Machen den Pin hier rein. Und fädeln das wieder ein. So. Reingelegt, fertig. Guck mal hier. Verletzt aber mir auch noch. Dann machen wir das gleiche Spiel hier nochmal. Hatten wir ja schon. Da wissen wir ja, dass es geht. So sieht's aus. Dann muss der hier so rein. Der auch. Entschuldigung. So. Und so. Und dann könnt ihr den hochziehen. Ne? Dann sieht er so aus. Hier Seile sind gespannt. Jetzt müsst ihr die nur noch ein bisschen einstellen. Und zwar, dass das hier so gleichmäßig abschließt. Guckt euch ein Maß aus, was ihr haben wollt. Ich finde das ganz schön so. So vielleicht. Ja. Dann umdrehen. So, und dann habt ihr ja den zweiten Pinunsel hier noch, den wir vorhin vergessen haben. Den zieht ihr bis da dran und schraubt ihn dann fest. So, wieder einbauen. Mal gucken, wie das geht, so ganz alleine. Ja, keiner hilft mir. Wieder die Blenden erstmal wieder reinmachen von innen.
Perfekt. So soll's sein. Das sieht schon mal ganz, oh, ist das die Sonne. Das sieht doch schon mal ganz hervorragend aus. Eine Frage hätte ich allerdings an die Community. Schwarmwissen. Das Netz hängt so ein bisschen durch. Hat aber jetzt nichts mit der Montage zu tun, weil das hat es vorher schon getan. Ich zeige das mal. Vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Wenn ich jetzt hier so an den Rand... Hat jemand oder jemande oder wie sagt man? Eine Ahnung, warum das so ist. Ich hatte erst gedacht, dass das Stahl, ja, was ist denn das jetzt? So ein Stahldraht, dass man den irgendwie noch spannen kann. Kann man aber nicht wirklich. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Wer da Bescheid weiß, wer da eine gute Idee hat, wer da eine Vermutung hat, rein in die Kommentare bitte. Das würde mich jetzt echt, glaube ich, noch mal ein Stück weiterbringen. Weil schön ist das nicht. Oder muss man das noch mehr spannen oder so? Weiß ich nicht. Wird das dann besser? Ja, danke auf jeden Fall erstmal für die Kommentare. So, ich mache jetzt noch die Abdeckung da dran von den Schrauben. Und dann würde ich sagen, war es das auch mal mit diesem Video mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt eine Idee wegen dem Fliegengitter. Und ja, hoffen, hoffen, hoffen. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Tschüss.